Ich werde schon angegriffen, Hilfe! Warte hier. Hör auf. Ich greife mich den an. Warte auf Isa. Jetzt ist er. Und wieder ein Gruppenlevel ab. Glückwunsch. Hier, ich gebe euch noch ein bisschen mehr Mana und sowas. Das ist mein Kumpel, ja? In den Klaus. Warum sagt er noch nichts? Besiege alle Gegner um Jahre. Ah, Gegner besiegt, okay. Ah, das war der letzte. Schön. Jarl Magni. Hm? Warte kurz wieder. So. Jarl Magni. Beschütze Jarl Magni. Danke, Fremde, aber es scheint, als kämen diese elenden Willen zurück. Bekämpfen wir sie gemeinsam. Machen wir doch. Magni, für dich mache ich alles doch. Vor allem bekämpfen wir sie gemeinsam. Was macht er? Er prügelt da mit Fäusten drauf. Der hat keine Waffe in der Hand. Der möchte ihn mit Fäusten verprügeln. Was ist denn falsch bei dem, ey? Wir sind hier nicht beim Boxen. Das sind das Eisenfäuste. Ja, okay. Das wird vielleicht noch durchgehen lassen. Errungenschaftsreform, Schattenspiel 1. Ja, Magni wurde beschützt. Danke für deine Hilfe, Fremde. Immer mehr Monster und neuerdings sogar auch Schatten machen uns das Jenseits schwer. Aber genug von mir, was führt dich denn hierher? Oh, willkommen daheim, Trölls. Gut, dass du dich nicht verirrt hast. Ich habe in den letzten 10 Jahren auf dich gewartet, aber egal. Euren Erzählungen nach scheinen überall merkwürdige Dinge zu geschehen. Ich hatte auf bessere Neuigkeiten gehofft. Unser Dorf wurde von allerlei Kreaturen schwer belagert und wir mussten fliehen. Kannst du mir helfen, die anderen zu suchen? Wir sehen alle Gegner auf dem Weg zur ersten Gruppe. Alles klar. Gut. Dann machen wir das. Ich habe Zwerge Goldregen bekommen. Geil. Zuckerrüben. Yay. Ja, das brauchst du jetzt nicht mehr zu sammeln. Ah, ein Fragezeichen. Gunhild. Oh, eine Frau, ja. Hilfst du uns? Ja. Na, das war jetzt sehr aufregend. Dann. Das ist, ja, ist, ja, dann haben wir eine Wahl. Nein. Wenn wir der Hauptquest voranschreiten möchten, dann nicht. Ich nehme den hier so. Ich mach das alleine. Die hat wenigstens eine Waffe in der Hand, nicht so wie der Kerl da vorne. Stimmt, die hat ein Schwert in der Hand. Auch, mhm. Auch wenn sie nicht benutzen muss, aber sie hätte theoretisch eins. Gruppe verteidigt. Mhm. Du hast uns gerettet. Fjallnir muss dich geschickt haben. Unser Versteck wurde angegriffen und unsere Leute sind in alle Richtungen geflohen. Ich fürchte, auch die anderen sind in Gefahr. Würdest du bitte helfen, sie zu suchen? Möge Fjallnir dich führen. Njallir. Nee, das ist ein Zungenbrecherschaft. Njallir. Njallir. Sieht alle Gegner auf dem Weg zur nächsten? Okay, das ist also geil. Oh, die haben ein Schweinchen. Darf ich sie essen? Ich will sie essen. Einer. Der guckt aber komisch. Hilf uns bitte. Natürlich. Neben Lord Magni haben wir jetzt auch den Einer. Du warst unsere Rettung, Fremde. Ich dachte, unsere Stündlein hätte geschlagen. Sieglinde und einige anderen waren zu Beginn hinter uns, doch als ich mich nochmal umdrehte, waren sie nicht mehr zu sehen. Wenn du diesem Weg folgst, findest du sie? Vielleicht. Bitte such sie, wir sind nicht stark genug, um diese Bestien zu bekämpfen. Naja, ihr habt doch ein Schwein dabei. Obwohl, die Waffe sieht geil aus von dem hier, oder? Guck mal, hier die Waffe, hier. Oh, Sieglinde ist da. Ja, warte, wir sind sofort da.
Ja, so. So. Sieglinde. Sieglinde. Er stört mich beim Kampf. Du kannst mir helfen, aber steh mir nicht im Weg. Alles klar, tschüss, ich bin weg. So, viel Spaß. Mach mal, schön. Los, mach. Guck sie dir an. Mit Fäusten? Die hat keine Waffe, oder? Guck das an, wie sie drauf prügeln möchte. Und sie steht da nur rum, sie macht gar nichts. Guck dir das mal an. Guck mal, wie faul die ist, weißt du? Oh, die ist auch schon alt. Das ist egal, die macht nichts. Die ist einfach nur faul. Und wie soll er nicht im Weg stehen? Und der Typ streckt sich erstmal ganz gemütlich. Was ist nur falsch bei denen? Und dich heilen wir nochmal hoch. Stehen wir nicht im Weg, ey. Ich glaube, es hakt, ey. Jetzt helfen wir noch, ne? Wir werden noch beleidigt am Anfang. Wahrscheinlich heißt es gleich, ja, vielleicht hast du ja doch ein bisschen was gekonnt oder irgendwie sowas. Irgend sowas kommt bestimmt gleich. Irgendwas Beleidigendes. Abgrundtief Beleidigendes kommt jetzt gleich. Pass mal auf. Schon weg. Ha! Glückliche Kreaturen. Du hast es nur gut gemeint. Aber sie waren kein Problem für mich. Alter, ja, das haben wir gesehen. Da. Da. Ich hätte ihnen meinen Fisch um die Ohren gehauen. Dein Fischgestank hast du ihnen umgehauen. Ja, das kann sein. Und wenn sie sich gewundert hätten, wieso, hätte ich es nochmal getan und ihnen ihr Geld abgenommen. Ja, das hätte ich. Okay, in ihren Träumen vielleicht. So, Freunde und neues Mädel. Lasst uns heimkehren. Kämpft, bis diese Bestien um Gnade winseln. Spürt meinen Fisch. Ja. Okay. Ja. Deswegen das Walross. Ja, das kann sein. Ich weiß es nicht. Okay. Hast du auch ihren Fisch gespürt? Im Versteck angekommen. Ah. Jarl Magni. Magi, Entschuldigung. Der Magi. Ja. Ich bin froh, dass es allen gut geht. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ich sorge mich immer noch um unser Dorf und noch mehr um unser Ahnenstein. Unser Ahnenstein steht mit dem in Jatofen in Verbindung. Wenn die Monster ihn beschädigen, wird auch sein Gegenstück beschädigt. Er wurde erschaffen, um unsere Liebe zu leiten. Entschuldigung. Nicht lesen. Und wir müssen ihn um jeden Preis beschützen. Bitte beschütze ihn und besiege diese Plage. Beseitige. Sag ich doch. Ist ja geil. So, Nebenquest. Haben wir gleich auch noch ein paar. Achso, nehmen wir erstmal die an. Ja. Ich fürchte, dass die Bestien uns erneut angreifen werden. Sie scheinen sich zusammenzuschließen. Das bereitet mir große Sorge. Mein Volk ist stark im Herzen, doch im Moment fehlt es uns an Kriegern. Hilfst du uns noch einmal und unterstützt uns im Kampf? Besiege 500 Gegner. Okay, das hört hier hin. Ja, nehmen wir mit. Oh, Freya, da ist Freya. Oh, die war vorher bei Sieglinde unten. Alter, sieht die aus. Alter, die ist voll gruselig. Boah, Alter! Das ist die gruselig! Ohne dich bin ich nichts. Wo ist er? Oh nein, oh nein, oh nein. Ich muss ihn finden. Kannst du mir bitte helfen? Mein bester Freund Prom ist verschwunden. Bitte hilf mir, ihn zu suchen. Er ist ein Tubrus und ganz alleine. Sicher fürchtet er sich. Die ist gruselig. Die ist Sieglinde. Rom wird vermisst? Oh nein. Ich hoffe, er wurde nicht von Monstern angegriffen. Wenn ihm etwas zustieße, wäre meine Enkelin untröstlich. Die beiden sind unzertrennlich. Als würden sie sich eine Seele teilen. Ich werde versuchen, ihn mit Fisch herauszulocken. Und du solltest dich am Wasser umschauen. Wie Fisch, ja. Fisch. Wie Fisch. Fisch. Ja. Yeah. Dritte Ecke weg nach Rom. Ganz unten links ist das. Aber lass uns erstmal gucken, was die Hauptquest. Erkunde das Dorf im Pregerweg. Das ist noch nicht fertig. Ja, was? Wir müssen da hinten hin. Guck, da ist so ein Wirbel. Hauptquest, weiter. Hauptquest. Also müssen wir hinten. Ja, müssen da nach links. Oder? Ja. Der Weg zum Dorf wird von einem Materietum schon versperrt. Ja. Die Questnavigation ist abgeschlossen. Ach so, da ist ein Fragezeichen. Ja, Magie. Ach, schon wieder der Magie. Ein Sturm vor unserem Dorf? Nicht gut. Ich habe gehört, dass die Großwächter solche Stürme beseitigen können.
Vielleicht können sie helfen. Aus dem Bezug von Khadun und frage ihn, ob er das macht. Frederik, ein Materiesturm im Brickerweg? Wir müssen uns beeilen. Ein Sturm kann schnell größer werden. Khadun scheint vor Ort sicher zu sein. Also schnell zu dem Sturm im Brickerweg. Ich will nicht, dass es dem Materiesturm zum Opfer fällt. Dann schnell. Weil ich schneller, weil ich zwischen da. Ich sehe noch nichts, sehe nur die Sau. Ja, ich auch gerade. Ah, es ist noch da, scheinbar. Ja. Was ist noch da? Das Dorf, denke ich mal. Der Wirbel wird noch angezeigt. Ist noch nicht beseitigt. Ich gehe jetzt erstmal nach links und gebe der. Dem kleinen Mädel irgendwas zu essen, keine Ahnung, was sie da haben wollte. Brom. Während immer Brom ist. Welcher ist das denn? Die von Freya. Ja, suche Trickerweg nach Brom. Genau. Mhm. Nach Brom. Brom soll hier irgendwo sein. Wo ist der Brom? Ach so, das ist das Walross. Oh. Achso, ich dachte, das wäre ein Junge. Ich dachte, das wäre ein Teddybär. Okay. Deswegen gut. Stimmt. Das bringt gar nichts. Ja. Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Oh, schon wieder nichts. Wow. Oh. Jetzt erscheinen auch die Kisten. Ja. So. Freya. Freya. Du hast ihn gefunden. Wo ist er? Warum hast du ihn nicht mitgebracht? Er traut sich nicht vom Fleck? Hm, ich glaube, da habe ich eine Idee. Yay. Glückwunsch. Ohne dich bin ich nicht. Und wenn er noch so viel Angst hat, dem frischen Lachs meiner Oma kann er nicht widerstehen. Wenn wir ihn mit dem Fisch anlocken, vergisst er seine Furcht sicher. Also schon wieder Fisch. Du willst Bro mit Fisch nach Hause bringen. Entschuldigung. Na, dann brauchst du den besten Fisch, den es gibt. Und den habe ich. Hier, ha. Diese dämlichen Fischdiebe. Sie haben meinen Premium-Fisch gestohlen. Hol die Fische zurück und bring unseren geliebten Nimmersatt heim. Ich dachte, der heißt Brom. Was, sie hat jetzt keine Fische mehr? Hä, wie? Wir müssen jetzt Fische sammeln? Ich dachte, die wollten mit den Fischen alle Monster erschlagen und die hatte gar keine. Ja, deswegen hat sie die Karten in der Hand. Mano! Weil sie so seniert hat, hat sie es jetzt erst gemerkt. Jetzt hat sie es erst gemerkt. Egal, geht's nicht. Ja. Das ist die Hauptquest. Hauptquest. Guten Tag. Frederik gefunden. Hm? Ich auch. Der hat ein Fragezeichen. Ja, warte, hier da ist. So. Materiefragmente überbringen. Wie viel muss man ihm eigentlich überbringen? 1500. Okay, das geht. Genau wie beim letzten. Dann geht's ja. Danke für die Materiefragmente. Gut. Lass uns diesen Sturm endgültig auflösen. Gegner sind da. Besiege alle Gegner in der Umgebung um den Materiesturm. Was ist das jetzt? Scheint so. Moment. Ja. Ja, alle Gegner besieg. Ah, jetzt kommt der Bug. Jetzt kommt nämlich das Monster nicht. Besiege Mardol, die Dunkle in Perikavik. Die müsste nämlich hier erscheinen. Das ist so eine Schreierin, weißt du? Toll. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja, wenn ich. Ja, müssen wir die Quest wieder abbrechen, neu machen? Und dürfen wir jetzt noch 1500 Materie zahlen? Nee, da ist sie. Ah, da ist sie! Oh, oh, Gott sei Dank! Ah, da ist sie! Der hat mir so eine Buchseite gegeben. Was? Sie kann das auch drauf. Ja. Oh, du hast jetzt alle gut. Nee, ich hab die erste, glaube ich. Erste? Ja, Buchseite 1 und 71. Nein, da ist die zweite. Ich habe beide Buchseiten tatsächlich. Buchseite 15 und 271. Okay, Frederik, genau. Ja. Ja.
Danke für die Hilfe. Es wird noch ein Weilchen dauern, bis sich der Sturm vollends auflöst. Doch zumindest sind die Störenfriede fort.